Ruf die Scheune, willkommen zu einer neuen Folge Mac-Novus. Letzte Folge haben wir ja Frieden verbreitet. Zwei Folgen lang hat es also, gedauert. Aber dafür ist es, dafür war es auch Next-Level-Shit, ne? Genau. Also, so. Jetzt aber habe ich nämlich hier noch den Restefick im, in deiner komischen Ding da drin. Du weißt schon, ne? Deko-Bank. Achso, den Rest, ne? Ja, ich muss ja erst nochmal sowieso den World Anchor anbringen, damit das Gras wächst. Ja. Und ich werde mich dann gleich mal mit Deko-Kraft austoben. Zuallererst. Ja. Ich ein Doppelbett haben. Ein Doppelbett? Warum willst du ein Doppelbett? Wir haben nicht mal das Zimmer. Ich benutze erstmal das Ding, damit wir irgendwo Deko vielleicht haben. Wenn da zwei Leute drin schlafen kann, ist es doch Premium. Nein. Alter, Andi. Ja. Andi. Ja. Alter. Was ist das denn? Ja. Sehe ich denn, welche Sachen mir fehlen? Red. Red 2. Ich wurde gespottet von Sinus. Insel? Hi. Ja, also er ist auf der Insel. Nice. Haben gerade kurz deine Bacon Gun geliehen. Die ist aber schon wieder zurück. Ich find's schön, dass Sinus auf dem Server ist. Vor allem, ich hab's gar nicht bemerkt. Ja, er ist wahrscheinlich gejoint, als wir nicht da waren. Ja. Jetzt merke ich auch wieder, wie ich das auch manchmal verpeile, zu mehr oder einfach nicht bemerke, dass jemand Hallo schreibt. Bin mal gespannt, was so die Reaktion auf unsere Anlage ist. Ja, ich denke mal nichts Negatives. Ja. Einen positiven Trend setzen. Wo ist jetzt die Deko-Bench? Aber stopp, Andi, ich hab gerade noch. Sorry, das muss ich jetzt noch testen. Was denn? Du willst sie. Warte. Man kann in den Betten nicht schlafen. Bist du dir sicher? Zu 100%. Andi, du hast es aber nicht getestet. Ja, aber das ist wieder so ein warum sollte man darin schlafen können? Es sind einfach nur komische Entities. Never say never. Das heißt nicht umsonst Deco-Craft und nicht I'm an actual useful Mod-Craft. Digga, nee. Ich kann das so nicht hinnehmen. Warum haben wir schon wieder keinen Redneck? Für Red braucht man. Du kannst ja mal gucken, was man alles rot craften kann. Ich versuche jetzt mal Redstone, das wäre nice. Nein. Es muss, glaube ich, explizit die Farbe rot sein. Ja, schätze ich mal auf. Red. So, Red. Wahrscheinlich Rose Red, ne? Ja. Ja, aus den Standard Assembly Controller haben wir leider nicht. Ah, warte mal. Nee. Ah, aber wenn wir pulverizen, kommt da richtig viel raus. Verhältnismäßig viel. Oh. Also anstatt verkraften die Blumen. Verstehst du? Ja, schon gesehen. Verstehst du, was ich sage? Oder rote Bolle. Nee, das geht, glaube ich, nur aus dem Rosebush, kann das sein? Nein, aber guck mal, auch aus der normalen kommt dann, klick mal unten. Du klickst oben durch, wenn du Pulverizer bist, unten, und dann kriegst du auch viel raus. Also das ist ja schon deutlich mehr. Wer hat das denn jetzt? Ist das Sinus? Ach nee, das bist du. Ich will gucken, aber hier sehe ich schon Poppies. Aber das sind wahrscheinlich wieder die Verbackten, dann raste ich aus. Diese Verbackte. Das waren doch die ich geholt habe und dann immer stand, wenn du das hast, ist das nicht cool. Und verbuggt. Aber hier sind genug. Okay, ich hab gerade sonst noch Bone Meal angewendet. Ich hab einfach das ultimative Item gefunden, was ich haben muss. Was denn? Ja, ich zeig's dir. Mac oder was? Ich auch gerne haben, aber ich hab noch was Geileres. Es ist einfach so, weißt du, es ist dann so eine Sache, wenn du die hast, was ist das für One Life? Nach der Frage, wie kann man sich im Leben nur so hart gönnen? Okay. Das ist die Fragestellung. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, was du da entdeckt hast. Mega nice. Mega. Mega, habe ich gesagt. Mega. Ja, ich hab's gehört, Kim. Mega. So, Pulverizer, aber das bringt ja schon mal das 24 Red. Und aus einem Rot kommt wahrscheinlich, weiß ich nicht, X irgendwas, ne? 8. Ja, perfekt. Digga, kannst du mal schneller pulverizen? Klatsch gleich. Wir haben jetzt 80 grün. Ach so, das System ist voll, deswegen. Ich habe außerdem gerade schon was geholt. Ja, aber ich hoffe, du hast auch pulverized. Guck mal, ich habe so viel reingemacht, dass das sogar mal einen Anstrich kriegt. So. Und was willst du jetzt? You will see, Digga, you will see. Eine Hängematte? Warum siehst du das? Die Frage ist, ich glaube, weiß passt besser zum Hausdesign. Ja. Ach so, du hast gesehen, was unten drin war, ne? Ja. So,
mal kurz hier was hinjissen. Aber Hammock, Digga, Hammock. Was heißt denn Stuhl? So, was heißt denn so eine Liege? Was heißt das denn auf? Chair. Hab ich schon geguckt. So, oh, Sofa waren ganz unten, scroll mal durch. Nee, ich will so ein Hanging Bridge. Was? Hanging Bridge left. Sonnending? Es gibt eine, man kann eine Hängebrücke bauen. Aber Andi, guck dir das an. Dafür musst du eine geile Stelle jetzt hier auf dem Dings machen. Und dann stellt man sich wirklich nur noch diese Frage: Wie kann man sich im Leben nur so hart gönnen? Also, ich suche so einen Terrassenstuhl, weißt du, was ich meine? Ja, aber ganz unten waren auf jeden Fall so Couch-Dinger, weiß ich. Ja, hab schon gesehen. Nee, ich suche so eine Sonnenliege. Aber Gibbet, glaube ich nicht. Was heißt denn Liege? Stretch? Es gibt ein Chemistry-Set. Digga. Wie gesagt. Alle anderen beschäftigen sich mit so krassen Mods. Picknick-Table, Andi, das ist vielleicht was für dich. Alter, es hätte auch eine Parkbench gegeben. Nice. Aber eigentlich fand ich das da jetzt auch ganz nett. Wie findest du das hier? Warte. Andi, Bügelbrett, ran an den Job. Wo ist denn jetzt deine Hammock? Deine Hängematte? Lol. Die hängen wir bitte irgendwo auf, ja? Lol, du kannst da drin schlafen! Dein Leben wurde mal wieder gefickt! Lol. Gefickt! LOL. Leg dich mal bitte ins Bett. Wie geil ist das denn? Andi, okay, Doppelbett. Okay, nein, es gibt kein Doppelbett. Nein, aber das ist dann mit Vorhang und so. Ja, es kann man auch. Kann doch jeder ein Doppelbett haben. Nee, ich möchte nur eine Hängematte. Ich möchte ein chilliges Leben haben. Aber wie geil ist denn das? Dieser Mod, er zerfickt mein Leben. Stell mal dein Sofa-Ding hin, was du gerade gebaut hast. Ja, ich habe eine Alternative für Sonnenliegen gefunden. Ja, das meinte ich ja. Was man also einfach macht. So. Digga, es gibt sogar ein Engagement. Es gibt einen Engagement-Ring. Lol, was kann man damit machen? Fick mein. Keine Ahnung. Es gibt auch ganzes Krankenhauszubehör, Rollstuhl. Kann man eigentlich auf der Schaukel sitzen? Lol, Digga, wie wir das nicht getestet haben. Ja, man kann auf der Schaukel sitzen. Es gibt eine Guillotine. Es gibt Kian, Bathrooms. Alter, Getting an Upgrade. Ready for the Roughneck Base? Ja. Sicher? Ja. Wow. Ist auch mega hässlich. Aber es ist dieser original American Style. Ja, ist einfach mega hässlich. Man kann echt nichts reinlegen. Nein, aber es ist halt real. So, aber jetzt, was ich dir jetzt noch zeigen wollte, Andi. Digga, es wird dein Hausdesign ficken. Bist du bereit? Ja, okay, ja. Was ist das? Oh. Eine Wendeltreppe, oh. Bruder? Oh. Das schon? Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir die hinpacken sollen. Hä, anstatt einer normalen Treppe finde ich voll nice, nee. Vor allem ist sie kleiner. Warum nicht? Das passt überhaupt nicht zum Haus. Wobei? Ja, doch, das passt sogar ziemlich gut zum Haus. Also ich glaube, das kann man schon einbauen. Jetzt will ich nochmal testen. Ah nee, das passt aber nicht. Also, oder doch, das kann man dann nee, das passt ziemlich perfekt zum Haus gehen. Du kannst auch hier in die Ecke reinzwirbeln und verbrauchst nicht mehr so viel Platz. Ja, chill. Ich hab doch gesagt, es passt perfekt zum Haus. Was das kannst du, aber das sieht nicht so geil aus. Nee. Aber das kann man gut benutzen, glaube ich. Ja, mach du mal dein Technik-Ding ins ich komm nicht drauf. Nein, ich will auch den mal testen. Niki. Meinst du, der Safe kann was? Glaubst du? Nein. Was heißt eigentlich mal Matter? Keine Ahnung. Ich weiß nur, was ich was, warum? Achso, das hat gerade ganz schön die Farbe verbraucht. Ja, ich brauche die Wimmel. Ja, okay, Treppe. Blue ist aber easy one. Ja, mach mal. Wie drehe ich denn was? Achso, einfach in die Richtung gucken. Hä? War das? Also, ja, alles gut. Muss in die Richtung gucken. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen fummelig. Junge, es gibt einfach so viel Stuff in diesem Mod. Digga, es gibt Toilet Paper. Ich weiß, das habe ich dir schon gesagt. Mein Leben. Ein Sandcastle, ein Flamingo, die Windschiemes. So ein Glockenspiel, glaube ich, ne? Und ich meine einfach Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Andi. Oder einfach so ein Käseroller. So ein, also weißt du? Wie witzig ist es denn? Digga, es gibt sogar so kleine Brücken. So, es gibt eine Hängebrücke. Und halt Premium-Betten. Das ist so krass. Schon nice. Nach der Frage, wie kann man sich im Leben nur so hart gönnen? Ich feiere das gerade mega. Mega, 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 mega. Merke ich gar nicht, dass du das feierst, Kian. Es gibt auch so Holzbänke, weißt du, wie in so einem Kneipe. Das finde ich jetzt eher scheiße, ne? Warte. Musst du erst jetzt die Liste hier einmal zu Ende durchgucken.
1000 Skeletons, Coffin, ein Sarg, ein Sarg, ein Sarg. Wooden Beer. Wooden Beer. Alles klar. Alter, Andi, es gibt einfach die freshesten Chairs. Gib mal einfach Chair ein, da kommen eigentlich voll viele. Da wären auch welche gewesen, die so für den Außenbereich passen. Und auf die Swing konnte man sich auch einfach hinsetzen. Ja, ich habe halt ein anderes Problem. Die Connect ist halt mega hässlich, die Stair. Guck dir das mal an. Warte. Also ich würde jetzt hier nicht die Blöcke hinsetzen, ne? Ich würde da auch dir so quasi andere Sachen hinsetzen, aber guck dir das an. Warte, ich bin. Dann kommen die Sofas, ne? Ja. So, was? Warum? Was findest du jetzt so hässlich? Siehst du das nicht? Dass da eine Ritze ist. Ja. Also ich meine, ich kann damit leben, ne? Aber ich finde halt den Wendeltreppen-Style nice. Ja, das. Ich lass die auch. Ich würde schon sagen. Kann man. Was kann man jetzt eigentlich hier mitmachen? Kann man das denn dran pflanzen? Ah, okay. So. Ja, so könntest du es genau, musstest du es quasi eigentlich verwenden. Dann ist es okay. Und dann machst du noch einen zweiten da oben gehen oder so. Ja, chill mal. Alter, in dem Mod kann man sich einfach richtig Gatling Lost machen. So, wir brauchen eine neue fester Platter, ne? Also es reicht sogar schon, wenn wir nur zwei Treppen machen, dass so hoch gehen. Das reicht schon, damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Ja, weil das hier die komische Zwischenhöhe ist, ne? Ja, und dann mache ich noch eine Wendeltreppe woanders hin. Oder warte. Oder man geht direkt hoch in das obere. Nein, chill, so. Spaß. Dafür sind doch Wendeltreppen da. Hä, aber dann ist jetzt hier so eine Lücke, ne? Ja, da kann man doch geradeaus dann weggehen, da ist ein Boden. Ah, okay, ja, dann so. Wenn das hier passt, setzen wir noch, wir müssen jetzt noch einen draufsetzen, aber es müsste ja eigentlich passen, ne? Ja, es geht glaube ich. Nein, hier, du kommst hin, oder? Warst du das jetzt? Kommt man da durch? Hey, warum kommt man da nicht durch? Weil das ist mega kacke. Zu tight. Das ist aber kacke. Ja, aber wenn du einen später an. Nee, dann ist. Ja, dann ist ja der Sinn der Wendeltreppe weg. Ich mach das mal. Ich guck mal. Mach mal so. Also fester Platter. Machen wir auch wieder die gleiche Größe, weil die Bytes sind niemals voll. Hast du meine Säge? Ja, die habe ich. Dann geh mal her. Da. Danke. So. Und zwar wollen wir. Was ich jetzt noch austesten wollte, kann man Bambus chiseln. Nein, kann man nicht. Schade. So, und zwar brauchen wir wieder die. Was fehlt? Null. Was ist das für One Life? Wie kann man sich im Leben nur so hart gönnen? Wir hatten einfach noch zwei fertige Festplatten quasi im System. ME-System ist doppelt so groß geworden. Warum genau? Hast du die nicht von Anfang an drin gehabt? Ich hatte erst überlegt, größere Festplatten zu bauen, aber es bringt aktuell halt wirklich nichts, weil wir. Ne, es gibt auch zwei Reglementierungen. Einmal die Menge an Items pro Dings. Ja. Also, das verbraucht die Bytes. Ja, wenn ich, keine Ahnung, 4096 Cobblestone habe, glaube ich. Genau, und dann gibt es noch Anzahl verschiedener Items. Und gerade ist mehr das Problem, dass wir zu viele verschiedene Items haben. Ah, okay. Und dann mache ich später wieder höherwertige Festplatten für Cobblestone, weißt du? Die markiere ich dann wieder, dass die nur Cobblestone füllen dürfen. Und dann ist das wieder pretty nice, glaube ich. So, was könnte ich denn jetzt erstmal Sinnvolles machen? Ein zweiter oder ein höherwertiger Ofen wäre nice, ne? Allgemein, weißt du, ja. Also die hatten ja. Du kannst, glaube ich, den Redstone Furnace sogar direkt upgraden. Ja, das sehe ich gerade. The Levels allows for automatic out of the device. Ach, das will. Das. Ah, ne, die haben wir schon. Was? Sicher, dass man. Nee, wir haben den Basic. So. Hä? Wir haben den Basic Redstone Ofen. Ja. Den ganz Lost Basic. Wie reconfigured, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich den hier. So, dass man den wieder reinsetzt und dann dadurch upgradet. Redstone Furnace. Thermal Expansion. Was auch immer er bekommen hat. Aber mal hochschreiben. Redstone Sawmill. Bist du dir sicher, dass es davon. Nein, oder? Warte mal. Let me check this. Also die Stufen, die ich hier sehe, sind alle nur Resonant. Sawmill, Induction. Ach nee, warte, war das dein Induction Smelter, ne? Ja. Ja, okay.
Wobei der anders heißt. Nee. Hä? Ist ja sicher, dass der eine höhere wertige Stufe hat? Man kann den Frame in der Mitte halt austauschen. Ja, genau. Und dadurch wird er besser. Ja, okay. Oder man nimmt den und baut eine höhere Stufe. Aber irgendwie werden halt nicht alle angezeigt. Und wir haben gerade nur Basic, meinst du? Ziemlich sicher. Also, Upgrade Crafting. Ja, das ist ein bisschen scheiße, hier alles gedingst. Angezeigt, wie die Stufen sind. Ich muss die Wendeltreppe umsetzen, das geht so nicht. Basic. Hardened. Gab's nicht auch irgendeinen Trick, um diese Dinger gezielt durchzuschalten? Resonant ist das höchste, ne? Willst du direkt das höchste bauen? Mal angucken, wie das war, so von Schwierigkeit her. Enderium. Was war das? Das haben wir auf jeden Fall nicht, das kann ich dir beantworten. Bist du noch da? Ja. Hä? Was war denn das gerade? Dein Sound war gerade abgehackt. Keine Ahnung. Abgehackt, abgekackt. Kann man die spiegeln, die Treppe? Geht das? Promise, keine Ahnung. Also das wäre jetzt genau das, was ich bräuchte. Der ist auf jeden Fall echt basic. Wir können auch so hoch gehen. Digga, was geht bei dir? Sinus Holz ist hier der Achievement Hunter. Probieren wir mal so. Diamonds ist doch das Normale quasi, oder? Ja. Sonst nochmal die Upgrade-Crafting-Dinger durchgucken. Also Basic. Keine Ahnung, was da los ist, sagt er. Und ist wahrscheinlich schon mehr da, ne? Alter, das ist mega kacke mit der Wendeltreppe. Ist es? Ja, warte, ich baue jetzt erstmal die Etage fertig, dann entscheide ich hinterher, was da hinkommt. Ich brauche Wood, viel davon. Und ja, das ist ein Hund. Nice. Und der Hund macht Wow. Wuff, 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 wow, wow, wuff, wuff. Nein, darauf wollte ich jetzt nicht anspielen, ich wollte darauf anspielen, dass... Kennst du dieses Lied, das Küken piept? Nein. Kennst du nicht, das kleine Küken piept? Also, doch, ja, ich glaube doch, ich weiß, was du willst. Der Hund macht Wuff. Das ist einfach so, es ist so ein Lied, danach fasst du dich an den Kopf und denkst dir so, was haben sich diese Menschen dabei gedacht, als sie diesen Song produziert haben? Wuff, 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 wow, wow. Ich mache ihn erstmal nicht schneller an, ich baue erstmal zwei weitere, damit wir immer welche noch haben, die wir selber verwenden können. Du bist auch nur zu faul. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich auch schon. Oder ich kann ja mal gucken, wie es kostet, wenn ich den jetzt direkt... So. Nee. Kann auch gar nicht so viel kosten. Frame. Daraus jetzt den machen wir. Haben wir richtig. X. Elektrum. Ah, haben wir auch nicht. Ja, hätte man sich mal wieder denken können, Kilian. Haben wir kein Elektrum? Hey, das können wir aber herstellen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das muss ich mir nur jetzt guck mal, wie man Elektrum macht. Danke, Andi. Für den Hinweis. Aus Silber und Goldohr. Ja, das haben wir doch alles. Ja. Ich guck gerade nur, ob man es irgendwie gezielt machen könnte. Was meinst du jetzt mit gezielt? Ja, das Problem ist, sogar Goldblend. Ach, da kommt wieder teilweise, oh nein, die anderen Arten von Blends raus. Das ist natürlich wieder kacke, die werden halt nicht, aber egal, mach ich jetzt erstmal ein bisschen Elektrum. Die nicht automatisch verarbeitet werden. Ja. Was habe ich denn hier eingestellt? Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir das so oft bräuchten. Ach nee, wir haben noch, alles gut, alles gut, alles gut. Nein, es ging gerade um die automatisierte Verarbeitung von Gold. Das fehlt, weil da noch diese Karten noch nicht drin sind. So. Back to the frame. Ja, Standard. Ich glaube, das ist vielleicht besser. Vielleicht verschwindet das dann. Ich hasse diese Microblocks schon wieder, ne? Ja, findest du nice? Man kann die nicht mit dem Bildersmod setzen. Andi, was ich da wieder höre, ist Mimimi. Ja, aber Mimimi auf hohem Niveau. Was fehlt uns da jetzt hier? Invar. Invar. Andi, was ist Invar? Invar? Keine Ahnung, Invar halt. Ich kenne nur Invar. Ah, Iron Dust plus Nickel oder Ferris. Nickel weg. Oh. MC.
Okay, du kennst das auch, dieses, das ist ja quasi mittlerweile ein Internet-Meme, dass irgendwie alle Leute in Nickelback hassen, ne? Ja, woher kommt das? I don't know. Ich finde Nickelback gar nicht schlecht. Ich finde, sie hatten auch mal gute Sachen, ja. Ja, aber welches Lied ist von denen denn so unglaublich schlecht, dass alle da rumhalten? Weiß ich auch nicht. Das ist einfach manchmal zieht man den Hass einfach auf sich. So, ich würde sagen, wir können auch schon wieder die Folge beenden. Also, disconnecten wie from the Servers. Okay, ich will dieses Projekt unbedingt mal streamen. Ich will einfach mal mit Zeit nehmen. Ja, müssen wir. Sachen. Aber das Problem ist gerade echt, dass wir wieder lange weg sind. Oder länger. Ja, vor allem, wir timen das halt irgendwie immer so. Der eine ist weg, dann ist der andere weg. Aber ja, das Gute ist, wir kommen alle fast zeitgleich zurück dieses Mal. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir Däumen hier wieder drauf loslassen dürfen. Nö, der darf halt dann im Background mittalken. Nein. So, bist du runter? Nö. Ich weiß nicht, war das meine Folge? Nee, das ist deine. Das ist meine Folge, deswegen bleib ich ja, auch komm, noch so lange drauf, wie ich will. Ja, komm, aber Time nee, ist so, ich aber hab, ich hab jetzt auch die Glasscheibe dahingesetzt, ja? Du kannst mich mal, so. So, ich disconnecte jetzt. Also würde ich sagen, gönn euch ein Abo oder lass es bleiben. Bis zum nächsten Mal.